Hallo Leute und herzlich willkommen zurück in dieser, ja, Shelter-Küche ist es ja irgendwie. Also es ist ja eine Shelter-Küche halt. Auf jeden Fall machen wir heute das grüne Pilzsuppe-Rezept irgendwas, Alter. Und das pinnen wir jetzt mal an. Das heißt, wir werden das jetzt mal kochen und ich hoffe, dass diesmal etwas besser läuft als letztes Mal. Aber wir werden es sehen, nehme ich mal an. Wir haben hier erstmal Bouillon. Okay, die sieht ein bisschen ranzig aus, würde ich fast schon behaupten. Das geben wir jetzt das Ganze. Das Ganze geben wir jetzt erstmal in den Topf. 700 Milliliter. Ich hoffe, dass Red nicht wieder drauf reactet. Alter, muss ja da richtig viel rein. Alter, wie es auch perfekt gepasst hat. Als nächstes 150 Gramm Kartoffeln. Oder W-Taste. 150 Gramm Kartoffeln, ja. Also, das heißt, eine Kartoffel. Boah. Boah, die sehen auch so ranzig aus, ey. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Also jetzt müssen wir noch grüne Pilze dazugeben. 100 Gramm. Wie viel sind das? 50? Okay, 2. Weil es sind da jetzt 2 drin? Nee. Oh, lol. Erstmal eine Delle da reingeditscht. Okay, nochmal. Okay, jetzt sind es 100. Hä, wo bewusst denn? Achso, da liegt. Ja, egal. Können wir bestimmt noch Verwendung für finden. Okay, zack. Koche die Suppe. Okay. Hol die Creme. Ich mache das irgendwie nach dem Tutorial hier oben bei C. Das ist irgendwie. Komm, ist besser. Okay. Ist das überhaupt der richtige Ding? Ja, okay, warte, wir machen das mal wieder aus. Hol die Creme, okay. Die Creme de la Creme. Achso, das ist einfach saure Sahne. Okay. Und die stellen wir hier hin. Also irgendwie alles beschriftet mit dem Pfeil. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Oh nee, Kaktusöl. Nicht schon wieder. Ja. Nein, das ist ein Scherz. Und guck, ist halt kein Kaktusöl mehr. Und nein. Das erste Mal Restore. Och nein, Alter. Okay, Leute. Once again. Was bist du denn? So cool, als hier eine Pipette rum. Was ist das? Es geht jetzt weiter. So, wir holen jetzt mal wieder das Kaktusöl. Wir haben hier nur ein Öl. Das heißt, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Deswegen stellen wir es jetzt auch mal hin. Ja, wir müssen die jetzt schon mal einfach weiter kochen. Bis die hier fertig ist halt, ja. So, ausschalten. Oh, speichern, ja. Stimmt. Gute Idee. Okay. Mische den Inhalt des Topfes wahrscheinlich mit dem Mixer hier. Vermute ich mal. Nass. Okay, jetzt kommt hier so diese saure Sahne rein. 50 Milliliter, okay. Okay, 51, das passt. 20 Milliliter Kaktusöl. Die Frage ist jetzt, brauchen wir Kaktusöl noch oder nicht? Ne, bereite Teller voll, okay. Wo sind Teller? Ach, hier sind Suppenteller, okay. Ich dachte irgendwie, weil hier sind nur so Kebab-Teller immer noch. Mit einem Schöpflöffel. Das wäre voll schlau gewesen bei dem Kochvideo gegen Red, weil dann hätte ich das so perfekt abmessen können. Naja, das ist hier zu spät. Stelle das fertige Gericht zum Servieren beiseite. Okay, machen wir doch. Hier nehmen anscheinend einfach. Ah, okay, die verkaufen wir, okay. Oha, wir haben 117 Dollar gemacht. Oder Cent, oder, also keine Ahnung, was das für eine Währung ist. Weiter geht's. Schauen wir jetzt auch in der Story oder was? You have prepared and you are leaving the shelter to travel to the broadcast station. Last desperate hope of finding your family. Each step reminds you of your long journey. As you approach the station, you pray that the radio is working. You get inside the building and rush to the radio, ignoring the fact that this place was abandoned many years ago. You are trying to turn on the power. But to no avail. After a while, you realize the power unit isn't the only thing missing. Radio cables, microphone, and headphones are nowhere to be found, and the screen is shattered. Another futile effort. Another dead end.
You emerge from the satellite building, devastated and disillusioned. Lost in your thoughts, you almost miss the rumble of engines in the distance. You notice a caravan on the horizon. A flicker of hope shines on you. They could get the parts you need. You can offer up food for trade. This can work. Filled with determination, you direct your steps towards the shelter. Okay, dann kochen wir doch wieder mal eine Runde. Doch, neues Ziel lesen wir wieder nicht. Okay, Rezept Karpfen. Okay, machen wir mal so ein Karpfen halt. Karpfen am Spieß sogar, okay. Radioaktiver Karpfen, let's go. Das wird lecker. Wo muss der jetzt hin? Das ist wahrscheinlich egal. Wir packen den einfach mal hier hin. Würze den Fisch mit 10 Gramm Minze. Okay. 10 Gramm. Einfach hier rauf, oder? Perfekt. Oh, Speicher wieder. Wieder ganz schlau eigentlich. Was? Träufel den Fisch mit der nach dem Rezept zubereiteten Mischung. Oh nein, nicht schon wieder eine Mischung. Nein, und das Kaktusöl hätten wir wirklich gebraucht. Zum Glück hat er ein paar Sekunden vorher noch gespeichert. Also wir können ja wirklich vom Glück reden hier. Ich weiß gar nicht, ist in dieser Mischung, können da ist eh nichts mehr drin. Aber das Keller können wir eigentlich ja wiederverwenden. Wie sieht das Rezept denn aus? Ich brauch's nochmal hier angepinnt. 10 Milliliter Kaktusöl, okay. Oh, come on, 1 Milliliter. Ja, perfekt. Okay, wir stellen es mal hin, weil wir sind sehr begrenzt. Okay, Senf. Da haben wir doch bestimmt viel. Und es ist so eine, keine Ahnung, was das ist, Quetschflasche, dann passt das. Können wir das werfen? 5 Milliliter. Perfekt, Alter. Und jetzt noch Kaktussaft. Das ist wahrscheinlich das hier, ne? Okay. Aufpassen. Jetzt irgendwie so viel Kaktus irgendwie. Oh nein, wieso läuft denn das jetzt aus? Och nein. Oh, so unnötig. Naja, was soll's. So, du kommst auch hier hin. Okay, jetzt kommt der Fisch mal hier auf das Brett hier. Zack. Jetzt können wir hier wieder die Pipette nehmen. Wie viel muss da jetzt drauf? 20 Milliliter, okay. So, dann kommt das jetzt hier drauf. Boah. Okay, nochmal. Nochmal. Und nochmal. Boah, Digga, der ist so voll jetzt. Egal. Okay. Grille den Fisch für 60 Sekunden. Okay, für das müssen wir wahrscheinlich erstmal aufspießen, oder? Ah, armer Dude. Okay, es dreht sich wieder von alleine, das ist ganz praktisch. Boah, für Notfall hätten wir hier immer noch Feuerlöscher, ne? Aber das lassen wir jetzt erstmal. Oh, wir haben hier Musik, Alter. Ja, okay, funktioniert irgendwie nicht. Naja, egal. Wie auch so auf der einen Seite komplett voll ist mit diesem Öl. Und auf der anderen Seite, er macht nichts. Gut verteilt. Jetzt können wir das Gericht servieren. Können hier auf dem Kebab-Teller einfach, oder? Kommt das einfach auf hier. Genau, das Gericht servieren. Wir haben heute. Alter, das sieht so disgusting aus. Egal. Und? Was passiert jetzt? Ah, okay. Jetzt kommen es. What? Ratte mit Pommes? Boah. Okay, auf das habe ich. So, Semi-Bock. Was? Alter, Ratte mit Pommes. Oh Gott, okay. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, was wir im nächsten Video machen. Und ich hoffe, ihr seid gespannt. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Ratte mit Pommes, Leute. Tschüssi. Alter, einfach Ratte mit Pommes, Mann.